Hallo und herzlich willkommen aus Tokio zur Tokyo Motor Show. Peter und ich sind schon ein bisschen über die Messe gelaufen und haben festgestellt, wir brauchen eine neue Kategorie, denn es gibt hier so viel Abgefahrenes und so viele Kuriositäten, dass man das gar nicht alles zusammen zeigen kann. Aber wir haben uns mal ein paar rausgesucht, die wir zeigen wollen. Und Peter, hinter mir steht eine Kuriosität, was Abgefahrenes. Was ist es für dich? Also für mich definitiv was Abgefahrenes. Ich habe mich schon oft gefragt, warum schaffen die Hersteller das nicht, Elektroautos so richtig cool aussehen zu lassen. Und Honda hat das auf der IAA schon geschafft mit dem Urban EV-Konzept. Und hier zeigt Honda jetzt quasi die sportliche Version davon. Und ich finde, der ist genauso gelungen wie das Urban EV-Konzept, nämlich das Sports EV-Konzept. Also für mich ein abgefahrenes Auto. Hoffentlich geht sowas irgendwann mal in Serie. Wir haben Kurioses versprochen und ich glaube, wir haben nicht zu viel versprochen, denn dieses Auto ist doch wirklich irgendwie was soll das? Ja, es ist ein E-Auto, das ist der Suzuki E-Survivor, also der Elektro-Überlebende. Und angeblich, also das sagt jedenfalls Suzuki, sieht Offroad-Fahren in Zukunft so aus. Ich fand eben, als wir uns hier kurz unterhalten haben, als die Kamera noch nicht an war, hast du einen viel besseren Vergleich gebracht. Ja, ein bisschen Feuerstein, ne? Also für mich ist das ein Mobil von den Feuersteins. Also die Japaner, ich habe gerade eben unseren japanischen Kameramann einmal gefragt, was heißt cool? Kakui? Ist das Kakui? Oder nicht? Hinten unter dem Suzuki-Zeichen, da ist ein passend zur Kulisse, das erinnert einen ja doch so ein bisschen an die Mars-Landschaft, da ist nämlich ein Mars-Horn. Das reicht so auch hin, ne? Ja. Ziemlich Kakui. Ziemlich Kakui. So, wir sind am Stand bei Nissan angekommen und hinter uns gibt es ein wirklich interessantes Auto zu sehen, finde ich. Ja, es ist ein bisschen kurios. Es ist der Nissan Leaf Nismo. Es ist noch ein Concept-Car, aber das Ganze sieht schon sehr produktionsreif aus. Also wir gehen mal davon aus, einfach, dass der so kommen wird. Und wenn ich das so sehe, dann merke ich, ich bin alte Welt. Sebastian, ich bin wirklich, Tuning ist für mich Fächerkrümmer, Nockenwellen, aber ein E-Auto, das getuned wird, damit kann ich mich persönlich noch nicht so ganz anfreunden, ehrlich gesagt. Das ist noch ein bisschen eigenartig. So, und hier haben wir was wirklich richtig Kurioses. Ich weiß gar nicht, wo Peter steckt. Ich schau mal eben in die Küche. Hallo Peter, bist du in der Küche? Ja, ich bin in der Küche, aber ich habe leider keine Zutaten jetzt dabei gehabt. Das hier ist eigentlich die Entsprechung von Kastenwagen. Also wenn das kein Kastenwagen ist, dann weiß ich auch nicht. Aber es ist nicht nur ein Kastenwagen, sondern es ist auch ein Küchenwagen. Eine rollende Küche. Wo quasi der Fahrersitz von der Arbeitsplatte verdeckt wird. Wir können einmal einen Blick reinwerfen. Ja, es ist nicht besonders groß, aber man kann sehen, er verdoppelt sich von der Größe. Alles, was an Küchenutensilien erforderlich ist, findet da drin Platz. Und dann kann man hier den Vorbau rausziehen. Und wenn wir noch einmal reinschauen, dann sieht man hier unten, auch wo der Fahrer sitzt, nämlich hier unten drin. Dann nimmt man dieses ganze Geraffel hier ab. Hallo? Und dann fährt man mit diesem kleinen Ding davon. Was ist denn jetzt mit dem Hotdog hier? Was ganz spaßig ist, da drüben steht ein Exemplar, das hat sogar ein Nummernschild. Also kann man offensichtlich in Japan zulassen, diesen Karren. Und fährt rein elektrisch. Fährt rein elektrisch. Finde ich gut. Dito. So, Peter und ich haben noch was Schönes gefunden, nämlich dieses seltsame Auto hinter uns. Und Peter hat sich das schon mal ein bisschen angeguckt. Und das ist tatsächlich ein rollendes Büro, ja? Ganz genau, ein rollendes Büro. Das sind die sogenannten One-Box-Cars, die hier in Japan ziemlich angesehen sind.
Und deshalb steht da, hat so hier so ein Concept Car auf die Räder. Und man sieht es schon von der Raumausnutzung, also viel besser geht es gar nicht. Ich weiß nicht genau, wie das so mit dem Seitenaufprallschutz ist bei diesen Glastüren. Aber es gibt eben nicht nur fahrende Büros, sondern es ist angedacht, auch zum Beispiel eine Arztpraxis da einzubauen oder eine Bäckerei beispielsweise. Ganz praktisch auf dem Land, wenn es keine Bäckerei gibt, dann fährt die Bäckerei halt rum. So, Peter, du bist frisch gestärkt, hast gerade eine Kleinigkeit gegessen und jetzt sind wir hier am Stand von Toyota, nicht Toyota? Toyota. Toyota. Und das hier kommt einem mal richtig japanisch vor. Also das ist mal so, wie ich mir Japan eigentlich vorstelle. Denn wir sind hier bei Flesby, so heißt dieses Ding, und du kannst mir ein bisschen mehr davon darüber erzählen. Ja, Flesby ist ein Fahrzeug, was quasi sich selber bewegen kann. Es besteht aus Polymeren, das heißt, dieser Stoff, der kann seine Struktur verändern und wir können uns das mal anschauen. Denn hier, komm mal ruhig rüber, Sebastian. Wenn man hier oben das Knöpfchen drückt, dann sieht man, wie sich dieser Schaumstoff bewegt. Und es ist so ein bisschen so, als würde das Sofakissen anfangen zu leben. Aber das ist... Oh, hier sind auch Lautsprecher drin. Okay. Also es ist sehr weich, der Sitz. Ich muss jetzt hier was anfassen. Da, okay. Are you feeling sleepy? Yes, I'm feeling sleepy. With refreshing lights. Okay, jetzt kommen Geräusche. Now you are ready. Let's go. Let's go. Ja, aber wohin? Wenn wir eine Kurve fahren, soll Flesby mich unterstützen? Ehrlich? Ich spüre das nicht. Ich merke das überhaupt nicht. Oh, it looks like Flesby wants to play. Jetzt will Flesby aber spielen. Okay, orange bitte. Ja, das hat er verstanden. Oh, Entschuldigung, Flesby. Flesby mag das nicht. Lieber hier pink. Was ist los, Flesby? Okay, ja, türkis. Komm, Flesby, lass mich nicht hängen hier. Wow, Flesby seems to love being touched there. Yeah. Flesby looks satisfied, doesn't he? Also, kurios, ja. Also, ehrlich gesagt, Sebastian, viel kurioser geht es nicht mehr. 2030 ist das hier Realität, mein Freund. Okay. Da kannst du dich schön, wenn ich so einen langen Rausch im Bart habe, das ist ja gar nicht mehr so lange hin übrigens, muss ich jetzt schon wachsen lassen, kannst du mich dann damit abholen. Ich weiß zwar nicht, wo ich dann sitzen soll, aber gut. Ja, und ich dann schön mit dem Segway, weil das ist nämlich der eigentliche Sinn von dieser flexiblen Karosse, dass man eben ja auch so ein bisschen die passive Sicherheit betont. Wenn man da schön mit dem Segway reinfährt, dann bricht man sich nämlich nicht die Gräten, sondern puffert da schön ab. Vom Flesby. Ehrlich? Naja, kurios. Ich würde auch sagen, das war's. Wir verabschieden uns von der Tokyo Motor Show und ich bin schon gespannt, was wir in 2 Jahren hier sehen. Hi. Hi. Hi.